Hier und jetzt einfach nach oben ziehen. Genau, nach oben ziehen, senkrecht nach oben. Ja, guck mal, hier sieht man die ganze Wurzel noch, gell? Prachtexemplar. Bittere Lebensmittel sind mega gesund und schmecken, wenn man weiß, wie man sie zubereitet, auch wahnsinnig lecker. Bei uns im Treffpunkt zeigen wir Ihnen heute, wie das geht. Ganz nach dem Motto, bitter, ja, bitte. Ein bitterer Tropfen, Wermut aus Freiburg. Als Parkbankgetränk verschrien, erlebt der Weinaperitif hier ein Comeback. Bitterem Kohl verleiht das koreanische Restaurant Misik in Stuttgart mit nur wenigen Zutaten Pfiff. Bittersüße Versuchung mit 100% Kakaoanteil aus einer Koblenzer Manufaktur. Macht glücklich und soll sogar gesund sein. Wir sind auf der Suche nach dem Geheimnis des bitteren Geschmacks. Und es gibt ein Gemüse, das steht für diesen Geschmack wie kein zweites. Das ist der Chicorée. Wir sind hier jetzt in Hohenlohe auf dem Biohof Vogt. Ich bin verabredet mit Alfred zum Chicorée-Ernten. Alfred, ich sehe hier aber gar kein Chicorée. Hier ist doch alles leer. Nee, hier gibt es nichts zu ernten. Der Chicorée ist ja eigentlich eine Wegwartepflanze ursprünglich. Und das ist, da kommen die Bitterstoffe her. Und das ist der Ursprung des Chicorée, diese Wegwarte? Genau. Okay. Wir ernten praktisch die Wegwartewurzel im Herbst und tun die dann im Kühlraum. Im Keller täuschen wir der Wegwarte vor. Es wäre Frühjahr und darum fängt sie an auszutreiben. Wollen wir uns das mal angucken gehen bei dir im Keller? Aber gerne doch. Okay. Alles klar. Ja. Da lang? Ja, da lang. Noch gleich sehen. Das sind jetzt die Chicorée-Wurzler. Und die haben jetzt die ganze Energie vom Sommer gespeichert. Genau, die wollen schon Richtung Frühjahr wachsen. Man sieht schon richtig, dass das Chicorée ist, ne? Genau. Wir schneiden unten die Wurzel mal ab, dass das praktisch hygienisch ist und nicht anfängt zu faulen, wenn das dann in warmen Raum kommt. Einfach das Wegschälen sozusagen. Jawohl. Das Gammel hier weg, damit es schön weiter wachsen kann. Alles so, klar. Dann gehen wir mal zum Einpflanzen. Dann gehen wir mal rüber. So, ich merke, das Anpflanzen und das Ernten von dem bitteren Gemüse ist auf jeden Fall ordentlich Handarbeit. Gut, dass es nachher noch eine Stärkung gibt. Wir wollen nämlich noch kochen mit dem Chicorée. Vorher ist es erstmal Zeit für einen bitteren Aperitif, einen Wermut. Ob Negroni, Manhattan oder ein Dry Martini. Alle haben eine Zutat gemeinsam. Den bittersüßen Wermut. Wenn ich es trinke, ich fühle mich so wie im Sommer, wenn du etwas mit Zitrone trinkst, das ist einfach schönes Wetter. Man muss halt darauf eingestellt sein, dass der so ein bisschen bitterer ist. Ich finde so in der Kombi hier schmeckt es eher bitterfruchtig, würde ich sagen. Ich finde das nicht sehr gut. Bitter ist zwar nicht für jeden was, doch für Barkeeper ist der Wermut ein Must-Have. Bitter regt in der Regel so ein bisschen die Verdauung an, sprich ist appetitanregend. Sowohl als auch für den Digestiv, also für die Verdauung, dann quasi nach dem Essen sehr gut geeignet. Trotzdem, lange verstaubte der Weinaperitif in den Regalen, vor allem durch sein schlechtes Image. Der Wermutstropfen ist ja auch als Redewendung negativ behaftet. Ja, warum? Es wurde einfach in der Vergangenheit leider viel Schindluder mit den Grundprodukten betrieben. Das heißt, billigste Weine für wirklich wenig, wenig Geld auf einen Liter. Es ist ein Traditionsgetränk, das ist einfach verdient, auch wieder hochwertig produziert zu werden. Mit dem Wermut Abros wollen die zwei Badener Achim Berger und Johannes von Gleichenstein den Ruf wieder aufpolieren und verwenden dafür Wein vom Kaiserstuhl. Gerade weil der Ruf so schlecht war über die vergangenen Generationen, dass Wermut eben, also wo der Wein nicht im Fokus stand, war unsere Idee natürlich, dass man zeigt, dass man aus einem sehr, sehr guten Wein und guten Zutaten einen noch besseren Wermut oder einen richtig guten Wermut machen kann. Der Pinot Noir reift gerade im Holzfass, im über 500 Jahre alten Weinkeller. Perfekt für einen kräftigen, roten Wermut. Klar, noch knackig von Tannin.
braucht natürlich noch Reifung im Fass. Aber insgesamt ist das, glaube ich, schon genau das, was wir für den Jahrgang brauchen. Der wird aber toll, da. Hier im Barrique-Fass haben wir natürlich den Holzeinfluss. Wir haben über das Holz natürlich Einträge von etwas Vanille, ein bisschen Schokolade, dunkle Schokolade bis hin zu Kaffee. Dann gehen wir jetzt mal an den weißen. Ah, sehr schön. Der Grauburgunder, Grundlage für den weißen Wermut, hingegen reift im Stahlfass. Ja. Das ist ein frischfruchtiger. Der wird ja viel draußen beim Kunden pur getrunken oder mit einem Tonicwasser aufgegossen, in sehr leichte Cocktails verarbeitet. Und das ist natürlich vom Wein her ein Träumchen. Neben dem Grundwein besteht der Wermut aus einem Weindestillat. In diesem werden Botanicals eingelegt, wie Lavendel, Orangenschalen und vor allem Wermutkraut. Ätherische Öle und Bitterstoffe lösen sich und gehen in den Alkohol über. Wermutkraut ist von sich sehr, sehr bitter. Das ist das Absinthum, so heißt es ja auf Lateinisch. Das findet man früher, es war oft in der Medizin zu finden. Es ist sehr gut für Verdauungsstörungen, weil es regt die Verdauung an. Und daher kommt natürlich auch der Name vom Getränk Wermut durch das Wermutkraut. Das gibt die Bitternoten. Die Bergamotte ist tatsächlich schön zu schmecken. Auch die Zitronenschalen kommen gut raus. Trotzdem die Würze, wie zum Beispiel die Kamille. Der Abros-Wermut hat einen Alkoholgehalt von 18%. Im Au Contraire in Freiburg gibt's ihn pur, auf Eis, mit Tonic oder als Cocktail. Immer mit bitterem Beigeschmack. Man kann sich das, glaube ich, vorstellen wie eine Prise Salz in einem süßen Gebäck. Das schmeckt man nicht zwingend raus, aber es spricht die Geschmacksknospen auf der Zunge einfach noch mal ein bisschen anders an und sorgt dafür, dass wir das Ganze als ein bisschen komplexer wahrnehmen. So kann man damit, glaube ich, sehr gut arbeiten. Wer es milder mag, für den kombiniert Bartender Simon beim Cap Corse mit Himbeeren. Aber wenn ich jetzt Leute habe, die zum Beispiel sehr, sehr gerne sehr, sehr kräftigere, bittere Cocktails zu sich nehmen, dann kann ich das schon in die Vollen gehen, wie beispielsweise mit dem Negroni. Wir testen, wie die Cocktails ankommen und geben den Barbesuchenden einen aus. Einmal der Italian Boulevard und einmal der Negroni. Lasst es euch schmecken. Salut. Gerne. Nice. Ich bin sonst nicht so der Cocktail-Fan, aber der ist gut. Bitter genug, nicht zu süß. Man ist vielleicht so ein bisschen übersüß von einem, dann holt einen der Negroni so ein bisschen runter. Wermut ist hier in aller Munde. Das Aroma trifft nicht jedermanns Geschmack, doch wer mutig ist, trinkt bitter. Sag mal, bauen alle Menschen, die Chicorée anbauen, den so an wie du? So wie er ursprünglich entdeckt war, war der Anfang. Da hat man die Chicorée-Wurzel einfach in die Erde eingegraben. Also ganz alles unterirdisch. Mhm. Später hat man dann gewusst, naja, man muss nur die Wurzel eingraben, wenn drumherum alles dunkel ist, damit die nicht grün werden. Inzwischen spart man sich sogar die Erde und baut die nur noch in Wasser an. Als Wasserkultur? Als Wasserkultur, genau. Und wir machen das halt noch traditionell in Erde, weil das halt ein ganz anderer Geschmack ist. Dass die alle auf einer Ebene sind, die Köpfe, stummer die Kopf über neu stellen, dann sind automatisch die Köpfe alle auf gleicher Höhe. Legst du einfach so nebeneinander quasi in eine Reihe rein, ja? Genau, aber später müssen die natürlich nach oben wachsen. Und deshalb ist das Ganze drehbar. Und dann gucken die Jungs, die hier gerade nach unten gucken, eben nach oben. Genau. Okay. Das ist jetzt quasi deine eigene Erfindung, genau. Ja? Genau. Meine Arbeitserleichterung. Ah, das ist witzig. Dann einfach rausziehen. Nimm schon am besten den hier. Ja, ja, genau. Da kannst du schön mit der Hand drumherum. Ich kenne die Grüner aus dem Supermarkt. Habe ich manchmal das Gefühl, dass die noch so ein bisschen grünere Blätter haben. Weil er halt länger unterwegs ist und dem Licht ausgesetzt ist. Und hier drin ist ja alles verdunkelt und wächst im Dunkeln und kommt kein Licht hin. Und dann bleibt er halt frisch und zu Hause. Muss man halt dann auch aufpassen, dass man nicht einen Chicorée im Licht liegen lässt, sondern praktisch im Kühlschrank aufbewahrt, im Dunkeln. Guck mal, der sieht total saftig aus, ne? Genau. Und? Schmeckt super. Und bitter, aber gut und ausgewogen. Und das ist ja genau gesund. Mhm. Entgiften halt total
Mhm. Das ist eine Wohltat vom Magen bis zum Darm. Mhm. Der Chicorée ist offensichtlich also gesund wegen seiner Bitterstoffe. Man glaubt es kaum, aber beim Kohl ist es ganz schön ähnlich. In Korea wird Kohl übrigens fast zu jedem Essen dazu serviert. Und zwar in aufgepeppter Form. Das ist einfach lecker. Der Geschmack von Kohl. Etwas bitter und, naja, eigentlich eher fade. Also das darf man einem Schwaben nicht sagen, der natürlich sehr sauerkrautaffin ist. Ne? Und ob ich das mit Weißkohl oder Spitzkohl mache, ist im Grunde egal. Es kommt dann aufs Gewürz an. Und genau das verleiht diesem scharfwürzigen Kohlgericht Pep. Koreanisches Sauerkraut, so nennen es manche. Die korrekte Bezeichnung Kimchi. Da ist ganz viel Geschmack mit dabei, also viele unterschiedliche Gewürze und dieses Fermentierte auch. Also es ist echt mal was anderes, sag ich mal, zu der täglichen italienischen Küche. Aus der koreanischen Küche ist die scharf-würzige Beilage nicht wegzudenken. Die UNESCO hat die traditionelle Herstellung von Kimchi sogar zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Das Kimchi ist ja für Koreaner richtig so unheimlich wichtig. Und ohne Kimchi gilt keine Mahlzeit. Und immer Kimchi ist immer dabei. Sogar beim Frühstück. Fürs Studium zog Jung-Mi Ha von Seoul nach Deutschland und brachte die koreanische Küche mit. In ihrem Restaurant im Stuttgarter Westen stellt sie Kimchi in Handarbeit her, nach dem Rezept ihrer Mutter. In Korea eine Familie ohne Kimchi gibt's nicht. Und deshalb als Kind schon wächst er mit Kimchi auf. Kimchi ist nichts anderes als milchsauer vergorener, also fermentierter China-Kohl mit einer Vielzahl an Gewürzen und einer ordentlichen Portion Salz. Salzgehalt ist sehr wichtig und das Salz zieht das Wasser und Kohlenhydrat, Zucker aus dem Gemüse. Und erster Schritt, dass man für die Fermentation. Salz hat die Funktion eines Türstehers. Es sorgt dafür, dass krankmachende Bakterien draußen bleiben. 2 Tage lang darf der Kohl im Salz ziehen. Erst danach schmeckt Jung-Mi ihn ab. Der Kohl auch dann hat auch Bitterstoff und ein bisschen Süße, kann man auch Apfel reiben und dann Zwiebel. Dann durch Süße auch deckt auch Bitterstoff, Bittergeschmack. Mit rein kommen außerdem die 3 Must-Haves der koreanischen Küche. Knoblauch, Frühlingszwiebeln und ebenfalls voller gesunder Bitterstoffe Ingwer. Ich mag auch persönlich auch Sauerkraut auch gern. Und Kimchi hat mehr so ganz Schärfe und so volles Geschmack, würde ich sagen. Dafür sorgt koreanisches Chili-Pulver und eigentlich Fischsoße. Meine Mutter hatte und Oma auch da immer mit Fischsoße gemacht, wie traditionell. Aber mir hat so Fischsoße langsam nicht so gut geschmeckt, weil immer nach Fisch so ein bisschen Geschmack. Und dann dadurch habe ich schon ausprobiert, ohne Fischsoße. Und ich habe meiner Mutter erzählt und sie ist immer noch neugierig. Und wie geht das dann ohne Fischsoße? Wie schmeckt das? Und Mama schmeckt gleich gut wie dein Kimchi, gleich ohne Fischsoße. Ja. Jung-Mis Neuinterpretation ist dadurch vegan. Kimchi kann man Tage bis Wochen gären lassen oder frisch verkosten. Frisch Kimchi macht, dann duftet wirklich sehr viel nach Knoblauch und Ingwer. Ganze Wohnung schon riecht nach Gewürze. Und wenn man öfters macht, diesen Duft liebt man. Als Kind, wenn Mama dann zu Hause frisch Kimchi macht, alle Kinder dürfen oder halb müssen auch frisch gemachte Kimchi von Mama probieren. Und dann macht dann Mama auch hier so in der Hand und dann gibt man auch dann Kimchi, frisch gemachte Kimchi und dann gibt dann uns. Dann habe ich so probiert. Bei den Gästen kommt die koreanische Küche gut an. Vor allem der Kohl in Form von Kimchi. Alles, was bitter ist, gefällt mir. Insofern
ist das Ganze auf meiner Geschmackslinie. Durch die Säure und Schärfe, finde ich, kommt die Bitterkeit auch gar nicht so sehr zur Geltung und ist gar nicht so dominant. Ja, ich bin ein riesen Kimchi-Fan. Ich mache das auch eigentlich immer daheim selber. Wenn man aus dem Studentenleben rauskommt, Kimchi ist auch recht lang haltbar. Na, dann ist das auch was, dass man auch ein bisschen länger in so einem Einmachglas stehen kann, ohne dass es schlecht wird. Esse ich wirklich gerne, auch ohne Bitter-Fan zu sein. Mit ihrem Kimchi hat Jungmi Ha nicht nur die Herzen, sondern auch die Mägen der Stuttgarter erobert. Dann zeige ich dir mal unseren roten Chicorée. Ah, den roten Chicorée habt ihr auch? Ja, das ist eine Kreuzung zwischen Radicchio, weil Radicchio ist auch eine Abstammung von der Wegwarte. Er sieht super aus. Also ich kann ihn mir total gut als Verzierung auf irgendeinem Salatteller vorstellen. Genau, das werden wir dann in der Küche dann auch sehen. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier den frischen Hohenloher Chicorée geerntet. Grüß dich, Dominik. Du bist hier der Küchenchef. Hallo, ja. Ich bin sehr gespannt, was du mir jetzt zeigst, was man alles Leckeres, Bitteres daraus zaubern kann. Der ist richtig vielseitig. Also ich meine, von einer Vorspeise bis zum Nachtisch ist da alles mit dabei. Alles klar. Dann legen wir los. Gerne, ja. Und die legen wir uns dann gerade zu den roten Blättchen mit dazu. Ah, das sind dann quasi wie so kleine Schiffchen, wo man was reinlegen kann. Ja, genau, genau. Kommt bitteres Essen in der Küche gut an? Es kommt gut an, ja. Diese Bitterstoffe machen viele Essen einfach verträglicher. Mhm. Das heißt, da kann ich meinen, ich sag jetzt mal, einen deftigen Schweinebraten essen. Und dazu esse ich noch einen schönen Chicorée-Salat. Mhm. Es schmeckt. Mhm. Und ich habe keine Beschwerden hinterher. Der Obatze. So. Wir probieren mal einfach mal. Gerne. Guten Appetit. Guten Appetit. Passt wunderbar zusammen. Harmoniert, sehr gut, prima. Mhm. Eine Chicorée-Suppe mit Brotcroutons. Super easy, nicht viel Zeitaufwand, ein bisschen schnibbeln, ein bisschen rühren, ein bisschen kochen und fertig ist die Suppe. Dann wollen wir sie mal probieren. Ja, bitte. Oder ob wir noch ein bisschen nachwürzen müssen. Die schmeckt mega bitter. Also sie ist wirklich, das ist, glaube ich, die bitterste Suppe, die ich je gegessen habe. Also es ist total lecker. Lecker bitter. Für alle, die bitteres Gemüse nicht so gerne mögen, aber die trotzdem die Vorteile von Bitterstoffen gerne genießen wollen, für die hat ein Startup aus Mannheim eine ganz wunderbare Lösung entwickelt. Schon köstlich. Die ist sehr lecker, ja. Sehr gut. Saisonal und regional. Ein Grund, zum bitteren Gemüse zu greifen. Doch nicht jeder mag Chicorée, Radicchio oder Kohl. Tut mir leid, aber eigentlich so bitter. Das schmeckt mir nicht. Bitteres. Ich habe lieber was Kräftiges oder was Süßes. Da stehe ich mehr drauf. Bitter ist nicht so mein Geschmack. Ich mag das. Ich habe das Gefühl, dass man leichter verdaut, wenn man etwas Bitteres isst. Also zusammen. Trotz wohltuender Wirkung, bitter ist die unbeliebteste Geschmacksrichtung. Zu Unrecht, findet Ernährungswissenschaftlerin Laura Merten. Das Problem ist ja, dass dieses Wort bitter eigentlich erstmal so ein bisschen abschreckend ist. Kein Wunder, weil in der Vergangenheit war es auch einfach so, dass bitter ja auch signalisiert hat, hey, hier ist gerade eine Gefahr. Das Problem ist, dass dieser Bittergeschmack ja auch nicht unbedingt negativ ist, sondern auch super viele Vorteile hat. Was also tun, wenn Grapefruit und Co. einem einfach nicht schmecken? Jan Stratmann und André Sirek haben dafür eine Lösung entwickelt. Bittertropfen. Unsere Schwiegermama, die Regine, die ist Heilpraktikerin. Und nach einer Familienfeier, kennt man das vielleicht, wurde immer viel gegessen, dann wird gejammert, dass man so voll gegessen ist. Und da ging eben kein Schnaps oder Espresso um den Tisch, sondern eine Bittertinktur. Die Rezeptur entwickelten sie weiter, gemeinsam mit Ärzten und Ernährungswissenschaftlern. Mit drin 15 bittere Kräuter und Pflanzen wie Ingwer und Löwenzahn. Wir haben uns damals das Ziel gesetzt, wenn wir die 600 Flaschen, das war die erste Produktionsgröße, wenn wir die von Mai bis Dezember verkaufen, dann schmeißen wir die Jobs hin, dann machen wir das Vollzeit. Die waren allerdings nicht nach 6, 7, 8 Monaten verkauft, sondern nach 1,5 Wochen. Gefühlt jeder hat schon mal Verdauungsprobleme gehabt. Und Bitterstoffe sind eben eine natürliche Lösung auf diese kleineren Wehwehchen.
Letztes Jahr haben sie mehr als 1 Million Produkte verkauft. Aus dem Keller der Oma zogen sie in ein größeres Büro mit Startup-Kultur, ansässig in Mannheim. Ihr Anliegen? Über Bitterstoffe aufklären. Auf TikTok, YouTube und Instagram. Sehr gut. Was ist bisher das beste Video, was funktioniert? Sie sehen ihre Social-Media-Kanäle auch als Wissensplattformen. Das heißt, wir informieren nicht nur unsere Kundinnen, sondern auch wirklich jeden, der sich im Internet darüber informieren will, zu gesunder Ernährung, zu welche Pflanzen sind gut für einen, wie kann man das in die Küche mit einbauen, Q&As mit Experten. Zum Beispiel mit Ernährungswissenschaftlerin Laura. Wusstest du, dass Bitterstoffe dein Wohlbefinden unterstützen können? Das geht ganz einfach und zwar bereits auf der Zunge. Dort werden die Bitterrezeptoren angesprochen, später dann im Magen und das kann die Produktion von Verdauungssäften anregen. Und? Unser Bitterliebepulver. Ganz genau. Das Startup produziert Nahrungsergänzungsmittel mit Bitterstoffen, auch in Form von Pulver, das man ins Essen mischen kann. Rucola finde ich das beste Beispiel. Schmeckt der gar nicht mehr so wirklich bitter. Der geht jetzt auch eher in süß-schärfliche. Und da haben wir mit dem Pulver gedacht, okay, das ist eine gute Option, sich diese Bitterstoffe ganz einfach wieder in die tägliche Ernährung zurückzubringen. Das kommt dann zum Beispiel als Extra-Zutat in die Bechamelsoße einer Lasagne. Perfekt. Das freut mich. Haben wir gut gemacht. Und das sogar, findest du, man schmeckt es bitter irgendwie? Nee, bestimmt nicht, ne? Aber das Würzige wahrscheinlich so ein bisschen. Kommt raus, genau. Bekannt sind in der Mannheimer Fußgängerzone aber vor allem die Tropfen. Die haben wir auch im Regal stehen. Es lässt auch den Heißhunger verschwinden. Deshalb nehme ich die. Ich habe immer so Heißhunger auf Süßes. Ja, ich zu Hause. Die stehen bei uns in der Küche, aber ich glaube, die werden nie benutzt. Doch, dafür habe ich es eigentlich gekauft, um weniger Süßes zu essen. Funktioniert nicht. Der Griff zur Schokolade liegt da wohl näher. Trotzdem keine bittere Pille, die Bittertropfen. Super, das ist jetzt unsere Hauptspeise. Genau, das ist unser überbackener Chicorée. Boah, das sieht toll aus. Wir machen ihn jetzt noch zu unserem herzhaften Chicorée-Salat, also indem du Chicorée einfach rein. Den Chicorée reinmachst und dann einmal kräftig durchmischen. So, im Grunde ja eigentlich genau wie so ein Nudelsalat, nur anstatt der Nudeln kommt halt Chicorée rein. Ihr bietet hier auch so Hofführungen an. Da wird angeschaut, was es unten im Keller so alles zu sehen gibt. In der Küche gibt es dann auch ein 5-Gänge-Menü, das, was wir jetzt auch gemeinsam zaubern werden. Bei dir sieht es jetzt aber süß aus. Genau, ich bin jetzt gerade noch dabei, den süßen Salat zuzubereiten. Das ist eine richtig schöne, bittersüße Versuchung. Ein bisschen so wie Bitterschokolade. Schokolade. Süße Sünde oder Superfood? In die 100%ige Schokolade kommt nur der Kakaonip. Das heißt, dies ist auch eine Schokolade mit vollem Nährwert. Wenn wir darüber reden, dass Schokolade glücklich macht oder gesund ist, dann sollten wir eben über diese Schokolade reden. In einer kleinen Manufaktur in Koblenz stellt Franka Rössel eine Rarität her. Bitterschokolade, ganz ohne Zucker. Pro Woche produziert sie hier bis zu 1000 Tafeln. Kein Vergleich zu industriellen Großanlagen. Schokolade wirklich selber zu machen, was ja in Deutschland jetzt nicht so verbreitet ist. Wir nehmen ja meistens die aus der Industrie, schmelzen die ein und veredeln die nur. Und ja, wir wollten halt von Anfang an die Schokolade machen, die wir selber lieben und die uns schmeckt. Für viele geschmackliches Neuland. Im Ladenlokal Kahua können Kunden deshalb von der Schokolade kosten, inklusive Lerneinheit. Das ist eine Kakaofrucht. So sieht die aus, wenn die getrocknet ist. Normal ist die bunt. Und da sind die Kerne drin. Wenn die Kerne fermentiert und getrocknet sind, dann sehen die so aus. Die nährstoffreichen Bohnen kann man pur snacken. Ja gut, herb ist klar. Aber der hat schon einen ganz tollen schokoladigen Geschmack, sehr intensiv.
jetzt gar nicht mal so bitter, wie ich jetzt erst gedacht hätte. Manche sagen sogar, die können die Bohnen besser essen als die 100% Schokolade, weil die nicht so komprimiert sind. In der gläsernen Manufaktur stellt Franka daraus Schokolade her. Alles in Handarbeit, von der Röstung bis zur fertigen Tafel. Wenn man eine Zartbitterschokolade von uns nimmt, dann hat sie viel, viel weniger Bitterstoffe als vielleicht eine andere Zartbitterschokolade. Und dadurch können die Leute dann auch ein bisschen hochgehen in ihrer Prozenttoleranz. Das liegt auch daran, dass sie die Bohnen bei niedriger Temperatur nur kurz röstet. Ihre Bohnen bezieht sie aus Costa Rica, direkt von den Kakaobauern. Die daraus gewonnenen Kakaonips kommen für 72 Stunden, also 3 Tage lang, in den Mélangeur, eine Maschine mit 2 Steinwalzen. Je länger wir das vermahlen, desto mehr Wärme entsteht hier, die Kakaobutter wird flüssig und es entsteht Schokolade. Ganz ohne Zusätze von Zucker, Milchpulver oder Fremdfetten. Ist schon richtig schön flüssig geworden. Dadurch ist die 100%ige Bitterschokolade hier von Natur aus vegan. Im Ladenlokal können Kunden die Schokolade auch in flüssiger Form genießen. Möchtet ihr mal ein Stückchen probieren? Oder sich bei einem Schokotasting durch die Vielfalt kosten. Meine Lieblingsschokolade ist tatsächlich die 100%ige. Das hat sich so in den letzten 3 Jahren entwickelt, wenn man jedes Mal, wenn man sich sonst einen Schokoriegel holen würde, stattdessen eine 100%ige oder einen Kakao aus einer 100%igen macht oder eine 100%ige isst, dann wird man auf jeden Fall auf Dauer abnehmen, weil man einfach viel weniger Zucker isst. Ich finde selber, dass sie meinen Heißhunger zügelt. Links oben habt ihr eine industriell hergestellte 100%ige Schokolade. Rechts daneben ist die 100%ige Schokolade, die nur aus Kakaonips hergestellt wurde von uns. Im Vergleich zur Industrieschokolade schneidet die handgemachte Bitterschokolade gut ab. Das ist überraschend angenehm noch, finde ich. 100%, ja. Also ich hatte schon mal eine mit 90% gegessen, die war aber fast schon ungenießbar. Das hier ist halt schon bissfester. Es geht ein bisschen weicher auf der Zunge. Also in der industriell hergestellten Schokolade ist es beides 100%, aber bei uns ist es dann eben 100% Kakaonips vermahlen, wirklich einfach nur. 100% kann aber auch verschiedene Bestandteile von der Kakaobohne heißen. Und bei der wurde dann Kakaopulver noch zugefügt und Kakaobutter. Und das bedeutet, die mischen das so zusammen, bis sie die Viskosität haben. Und das Kakaopulver, das löst sich nie ganz auf. Und das macht diesen sehr bitteren Geschmack und dass sie eben auch sehr trocken wird. Aber weniger kostet. In der Manufaktur zahlt man immerhin 7,90 Euro pro Tafel. Aber die Tester sind sich einig, das ist es wert. Ja, und sie schmilzt auch weitaus besser, wirklich auf der Zunge. Also die ist geschmacklich, würde ich auch eher vorziehen wie die industrielle. So ein kleines Glas Rotwein und eine gute 100%ige Schokolade soll sogar noch gesund sein, ja? Wenn man, also das ist ja verrückt, ne? Das ist wirklich so. Also man kann genießen und sowas für die Gesundheit tun. Wie immer macht hier die Dosis das Gift. Von der heißen Bitterschokolade darf es aber gerne ein Schlückchen mehr sein. Oh wow, Dominik, vielen Dank. Bitte, sehr gerne. Lass es dir schmecken. Merci, jetzt gibt es ja wirklich von allem etwas nach dem Tag hier auf dem Hof ein 5-Gänge-Chicorée-Menü. Halt, warte, Ramon. Lass uns zuerst die Kühe füttern. Die bekommen die Reste, was übrig bliebe. Yes, das habe ich vergessen. Und dann können wir in aller Ruhe genießen. Erst die Kühe, dann der Genuss. Ja. So, das ist jetzt hier Resteverwertung, ja? Genau. Chicorée für die Kühe. Schmeckt denen das denn? Ja, super. Ja? Das wirst du sehen. Oh ja, guck mal. Und das ist auch gesundes Essen für die das Kühe? Das ist sehr gesund. Was ist das Gesunde daran für Sie? Das sind auch wieder die Bitterstoffe. Ja. Komm, da, 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 da. Ja, das ist doch mal ein richtig stabiles, leckeres 5-Gänge-Bitter-Menü. Was ist denn euer Lieblingsrezept mit Bitterstoffen? Schreibt uns das doch mal hier in die Kommentare, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr darüber zu erfahren, was es für leckere Essenstipps im Winter gibt, dann guckt euch auf jeden Fall dieses Video hier an. Und wenn ihr keine Ausflugstipps bei uns im Südwesten mehr verpassen wollt, dann klickt euch hier mal durch die Treffpunkt-Playlist. Und ganz wichtig, das wisst ihr natürlich selber, klar, Essen und Kanal abonnieren.
Ich wünsche euch guten Appetit, alles Liebe und bis ganz bald. Guten Hunger!